Heute gibt es von mir einen super leckeren Apfelkuchen mit Baiserhaube und Kokosnote. Dieses Rezept wurde von einer Zuseherin eingeschickt. Ich freue mich schon ganz toll drauf. Und es gibt auch noch ein köstliches Getränk bei mir, was uns schon so ein bisschen in Adventsstimmung versetzt, und zwar einen Vanillekipferl-Drink. Ich freue mich riesig drauf und damit herzlich willkommen zu einer neuen Sendung im Peter Marx Schauraum beim Rezept der Woche. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Peter Marx, Ihrem Spezialisten für maßgefertigte Möbel in österreichischer Tischlerqualität. Wir starten mit dem Teig für diesen saftigen Apfelkuchen. Und zwar brauchen wir dafür Butter, Kristallzucker, ganze Eier, Eidotter, ein bisschen Rum für den Geschmack und Mehl darf natürlich auch nicht fehlen. Ein bisschen Backpulver kommt auch noch dazu. So, und weil das ja ein Gewinnerrezept ist von der lieben Manuela, die uns das eingeschickt hat, vielen Dank. Ich freue mich wirklich sehr darüber. Ja, bin ich schon sehr gespannt, wie das ganze Endprodukt dann schmecken wird. Aber sie hat mir reingeschrieben, ich muss einfach mal alle Zutaten da zusammengeben und zu einem guten Teig verkneten oder vermixen. Das werden wir uns jetzt gleich anschauen. Und danach kommt dann erst die Apfelfülle drauf. So, da kommt jetzt ein bisschen Backpulver dazu und ein Schuss Rum. So, und jetzt würde ich sagen, vermixen wir das Ganze mal. Ich sehe schon, wir machen da jetzt mit den Händen weiter, weil die Butter ist ein bisschen fest noch, das macht aber nichts. Das wird jetzt einfach alles schön verknetet und dann wird das Ganze auch in die Springform hineingedrückt. Da gebe ich jetzt aber noch ein Papier dazwischen, ein Backpapier. So. Und da drücken wir das Ganze jetzt einfach hinein. Man sieht dann eh, wenn das ein bisschen sehr viel klebt, würde ich sagen, ich gebe ein bisschen Mehl drauf. Dann kann man das gut reindrücken. So, ja, ist gleich viel besser. So, und den Rest mache ich jetzt einfach mit der Palette. Ich sage es ja immer wieder, so eine kleine Palette, die ist einfach wirklich super. So, das Ganze sieht doch schon wunderbar aus. Jetzt geht's an die Fülle. Da brauchen wir natürlich ganz viele Äpfel. Die werden jetzt geschält und entkernt und in Blättchen geschnitten oder in Stückeln. So, und ich schneide mir da jetzt einfach so Spalten runter, circa so in der Stärke. Das Ganze schneide ich jetzt einfach nochmal so grob durch, damit wir da schöne Stückeln haben. So, und da kommt jetzt brauner Zucker drüber. Das mache ich immer ganz gern so ein bisschen nach Gefühl einfach. So. Und dann können wir das Ganze auch schon auf unseren Boden drauf streuen. Ein bisschen nach oben drauf. So, und jetzt kommt das gute Stück in den Ofen. Ich habe da noch ein Foto. Oh! Passt! Ab in den Ofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze. Circa 40 Minuten. Ich bin schon sehr gespannt, wie es dann ausschauen wird. Wir sehen uns gleich wieder, wenn der Kuchen fertig ist. Und dann kommt auch schon die Baiserhaube drauf. Wenn ihr riechen könntet, wie wunderbar dieser Kuchen duftet, da kommt jetzt die Baiserhaube drauf. Und dafür, ganz wichtig, eine ganz saubere Schüssel, damit uns das wirklich auch schön steif wird. Auch die Quirl müssen immer ganz gut abgewaschen sein, weil sonst wird das eine schwierige Sache. Und da kommt jetzt auch ein bisschen Salz dazu, weil Salz ist auch immer so ganz gut, wenn man Baiser macht. Dann wird das schön steif und schön weiß und steht gut. Und da fangen wir jetzt an, das Ganze aufzuschäumen. Und wenn es schon zum Schäumen beginnt, dann kommt der Kristallzucker reingerieselt. Ja? So, und die Manuela hat noch einen super Tipp für uns. Wir geben da jetzt einen Schluck Apfelessig zum Baiser dazu, weil der sorgt dafür, dass das Baiser wirklich gut steht. Der Geschmack, der verflüchtigt sich natürlich dann beim Backen. Und ja, Apfelessig passt natürlich auch perfekt zu unserem Apfelkuchen. So, ganz wenig, nur ein kleiner Spritzer. Und weiter mixen. Jetzt ist das Baiser genau richtig. Schaut euch das einmal an. Genau so muss das sein, ja? Und jetzt kommt da noch ein bisschen Kokosraspeln rein. Und das Ganze heben wir da jetzt einfach unter mit einer Gummispachtel. Einfach so schön unterheben. So, perfekt. Das Ganze wird jetzt da schön drauf gegeben. Und wir machen das so auf die ganz
rustikale Art und Weise einfach so drauf. Beziehungsweise man kann das dann auch noch mit einem Löffel machen, wenn man das Gefühl hat, mit dem geht es besser. Einfach immer so kreisende Bewegungen. Mit dem Löffel kann man da echt so schöne, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, so eine schöne Optik draufbringen. Und dann kann man da natürlich auch nochmal so ein bisschen so reinfahren und so kleine Spitzen machen. Und jetzt noch ein paar Kokosraspeln obendrauf. Und jetzt nochmal 10 bis 15 Minuten in den Ofen. Und dann können wir das gute Stück auch schon verkosten. Und in der Zwischenzeit geht es weiter mit unserem Vanillekipferl-Drink. Auf den freue ich mich schon die ganze Zeit. Dafür braucht ihr auf jeden Fall einen kleinen Topf und Haselnussdrink. Das kommt da hinein. Das ist eine Haselnussmilch. Dann ein bisschen Kokosmilch, weil Kokosmilch macht das immer sehr schön cremig. Ein Schuss Ahornsirup, damit es auch ein bisschen gesüßt ist. Und dann wird das Ganze mit ein bisschen Vanillepuddingpulver abgebunden. Nur ganz wenig, dass es so ein bisschen eine dickflüssige Konsistenz bekommt. Und wir geben auch noch ein bisschen einen Vanillezucker hinein. So, und jetzt geben wir da ein bisschen etwas hinein von dem Puddingpulver. Aber wirklich nur ganz wenig. Wichtig ist, dass es einmal aufkocht. So, wir warten jetzt eigentlich nur noch auf unseren saftigen Apfelkuchen. Und dann sehen wir uns jetzt gleich beim Anrichten. Und fertig ist unsere wundervolle Apfeltorte. Ich hoffe, Manuela, sie sieht genauso aus wie bei dir. Ich hoffe, es ist mir geglückt. Aber ich finde, sie sieht ganz, ganz toll aus. Und wirklich, da das Baiser ist schon leicht angebräunt. Man sieht die Kokosflocken, diese Donauwellen, die Apfelstücke, den Boden. Also es ist wirklich ganz, ganz toll geworden. Und wir machen jetzt noch mit unserem Vanillekipferl-Drink weiter. Hier habe ich nämlich noch ein bisschen geschlagenes Schlagobers. Und davon geben wir jetzt natürlich eine Haube oben drauf, weil ich finde, das gehört einfach auch auf so einen Drink drauf. Und verzieren das Ganze auch noch ein bisschen. Ich habe da so einen goldenen S-Bahn-Glitzer. Und den geben wir da jetzt oben drauf. Ui. Bitte schaut euch das mal an. Und ein paar Sternchen und Goldperlen. Also das Auge isst ja mit, ja. Das gehört einfach dazu. Das sieht echt zauberhaft aus. Vielen Dank nochmal, liebe Manuela, dass du uns diese tolle Torte eingeschickt hast. Jetzt haben wir alle was davon von deinem tollen Lieblingsrezept. Und dazu natürlich dieser Vanillekipferl-Drink passt perfekt für die kommende Adventzeit. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und lasst es euch schmecken. Und in der nächsten Folge kümmere ich mich dann vielleicht schon um die Keksdose. Ihrem Spezialisten für maßgefertigte Möbel in österreichischer Tischlerqualität. Boom.